Also ich denke mal vor allem nicht bei dem Spiel hier. Okay, gehen wir mal hier so. Okay, wir werden... ja... Okay. Das haben wir also schon. Gehen wir mal weiter hier lang. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ja, wo ist denn dieser Herr des Lichts? Hallo? Revolvermunition und... Gegenstandslimit erreicht. Und wie nehme ich das andere? Ach, habe ich auch erreicht. Oh, super. So. Haben wir hier einen fliegenden Helm. Wie unheimlich. Oh, hallo. Batteriewechsel. Autsch. Da wird nicht. Hallo? Ha! Alle drei auf einmal. Ich hatte da nichts, da waren nur Batterien drin, da waren in Anführungszeichen nur Batterien drin, da waren nicht so nur Feuerdings. Ah. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Gib mir mal ein bisschen Licht hier. Ah. Gibt's hier hinten noch was? Da wollen die mir schon wieder ans Leder. Da gibt es erstmal noch eine Skriptseite. Die öffnen wir mit F5. Ah, okay. Anscheinend sind die wirklich... Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen. Glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Das ist ja sehr interessant. Sprich, also ich bräuchte... Oh. Schick. Das gefällt. Oh, jetzt ist mir noch mal die Revolver erstmal wieder in die Hand. Vielleicht sollte ich die Seiten noch nicht angucken, sondern erstmal warten, bis wir so ein, zwei Seiten haben, die hintereinander laufen. Das wäre vielleicht klug, aber es fiel mir jetzt spontan erst ein. Ja, also... Ah, der Thermoskanne. Aber erstmal hier schauen, ob wir hier noch was finden. Nee, ne? Wir wollen ja auch nichts übersehen. Dafür haben wir ja Zeit. Und dann können wir gleich nochmal ein bisschen hier Batterien mitnehmen, weil wir haben ja eine Thermoskanne. So, da hinten ist der nächste. Hier haben wir auch nichts übersehen. Und... okay. Okay.
Wahrscheinlich ungefähr hier. Wenn ich mich nicht recht täusche, sollte... übersehen oder so. Ich habe immer so eine Angst, dass ich was übersehe und das dann irgendwie in den Comments steht, oh, du hast da was übersehen. Aber naja, gut, man kann nicht alles finden. So, und dann müssen wir mal da gucken. Dosen. Na toll. Deswegen bin ich jetzt hier hingekommen. Ach ja. Super. Kontrollpunkt erreicht. Nee, jetzt kommt schon wieder wahrscheinlich dieser komische Typ mit seiner Axt. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. Na, bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben wir es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Ich hoffe, das war jetzt kein Wink mit dem Zaunfall, weil ich will nicht... wissen, was das für ein Hund war. Gott. Ich habe so die Befürchtung, dass Toby uns gerne haben möchte. Und ich habe keinen Bock auf Toby, einen dummen Hund. Oh, 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 das ist nicht gut. Ich habe keine Lust, dass Toby mir einen rüberknallt. Ein Manuskript. Dann gucken wir erstmal, also wir machen das jetzt so. Wir machen das erst, wenn das jetzt wirklich der Reihe nach. Also wenn hier der nächste ist, mache ich diese Seite. Also, ne, so, dass wir das immer so schön abhandeln können. Weil sonst macht das, glaube ich, wenig Sinn. Sonst kriegt man, glaube ich, von der Geschichte richtig zum falsches Verständnis. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Manuskriptzeit... Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Ich habe jetzt nicht... Oh nein. Oh, hallo. Toby. Toby! Hallo! Toby! So,
So, wo müssen wir hin? Oh, was ist das? Wow, wieder so zwei Stück, aua. Oh, wo laufe ich hier hin? Wo ist der nächste? So. Aber ich wollte mich doch jetzt da gerade mal... Es gibt ja keine Karte oder so. Jetzt bin ich hier unten gegangen. Au! Ach da, guck an! Super! Da kommt noch einer. Ach, super. Autsch! Bedeutet das für mein Ende? Bedeutet es nicht. Safe House. Ich werde geheilt vom Licht. Aber es kann ja nicht sein, dass ich hier nicht mal in Ruhe mal. Oh. Komm doch. Wo muss ich denn hier hin? Also hier anscheinend ja nicht. Hier ist ja nur der Abgang. Okay. Aber ich will mich doch eben hier umgucken, damit ich sehen kann, ob ich hier noch was vergessen habe. Wo ist er? Wo bist du? Ich habe jetzt also wirklich, also das ist schon ein bisschen unheimlich, das Game hier. Bock da jetzt andauernd irgendwo hinzugehen, nur weil da kommen immer mehr. Ist das wirklich Sinn und Zweck der Sache hier? Noch nicht sein, oder? So, jetzt geht die Batterie gerade wieder auf. Ich weiß gar nicht. Also manchmal ist man da also. Nee. Da kommt die Dunkelheit. Die Dunkelheit wird uns sonst wieder. Oh, schon wieder. Ey, das kann doch nicht sein hier. Ja nicht sowas wie... So, jetzt nochmal das Manuskript hier aufheben. Einmal ganz kurz durchschnaufen. Nee, es ist noch nicht die absolute Neuheit. Immer noch hinter mir her. Ja.